Hallo, liebe Freunde der guten Unterhaltung und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Chained Echoes von mir, dem Hube, hier auf HubeTube. Heute Folge Nummer 11. Ich darf euch also wie immer darum bitten, euch was Leckeres zu essen zu holen, was Kühles zu trinken und vor allem ganz viel Spaß zu haben bei dieser neuen Folge. Wir springen rein und machen diesmal tatsächlich genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Das war hier ja auf dem Kanal schon auch mal anders. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, da haben wir mehr oder weniger nur so ein bisschen rumgepimmelt und eine Sidequest bekommen. Wir müssen nämlich nach Basil. Wie man da unten sehen kann, ich hätte eigentlich auch schneller hin teleportieren können, um ehrlich zu sein. Aber ich habe auch so ein bisschen Bock auf Höhle. Und die Höhle habe ich aber in der letzten Folge nicht so richtig gefunden. Deswegen versuche ich das jetzt hier an der Stelle kurz nochmal. Sollte es nicht klappen, machen wir Story weiter. Ich verspreche es. Hier unten ist nochmal eine Kiste. Die nehmen wir natürlich mit. Wenn da irgendwie nur so ein random Item gefühlt drin war. Und vielleicht muss man hier ja... Okay, also hier ist auf jeden Fall ein Höhleneingang. Weil der gar nicht gemeint war mit Höhle. Aber und rein kommen wir halt auch nicht. Ich wittere irgendwie eine Nebenquest in der Nebenquest. Keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir in Basil gleich den Auftrag, da irgendwie was zu holen. Und dann kriegen wir den Pass, um weiterzukommen. So würde ich zumindest so eine Geschichte schreiben. Ja. Gut, war kompletter Holzweg. Danke für gar nichts. Ist aber nicht schlimm. Wir suchen den Beamten in Basil. Ich habe nämlich auch schon offscreen so ein bisschen gespielt und davon irgendeinem Typen erfahren. Ah, es war aber kein Beamter. Irgendeiner war da irgendwie homeless oder so und da waren dann auch die Monster in der Bude. Da weiß ich aber nicht, wie man dem hilft oder den findet oder sonst was. Die Villa hier oben gehört Becker. Er ist ein reicher Kerl aus Farnsport, der sein neues Zuhause besucht, um von Zeit zu Zeit dem Stadtleben zu entfliehen. Allerdings ist er ein arroganter Idiot. Niemand mag ihn. Beste Voraussetzung. Ah, da, Kütterchen. Hallo, wir wollten immer streicheln. Hallo. Ich mag Hunde. Oh. Doppelt ist da. Oh, was für eine bunt gemischte Truppe. Willkommen in Basil. Wie ich euch... Ha, da brat mir doch einer einen Storch. Ist das Sir Victor, der Schöpfer der legendärsten Geschichten der Welt? Solch hohe Töne, vielen Dank. Ich bin euer größter Fan. Ich habe all eure Vorstellungen im Theater in Farnsport gesehen. Mein Lieblingsstück ist Der Laufbursche. Bitte sagt mir, Sir Victor, ist es wahr, dass ihr diese Geschichte auf wahren Begebenheiten beruht? Erlaube mir, diese Frage unbeantwortet zu lassen. Dies ist ein für mich höchst kostbares Geheimnis. Hahaha. Wenigstens habe ich es versucht. Also was bringt einen Herrn wie euch in solch ein kleines Dorf wie Basil? So, entweder wir lassen Sienna, Len oder Victor reden. Wir versuchen nach Cortara zu gelangen. Kennst du einen Mann namens Becker? Eigentlich sind wir nur auf der Durchreise. Wir machen mal das mit Victor. Becker? Woher kennst du diesen Namen? Wir haben herumgefragt, wie man eine Sondergenehmigung für die Einreise nach Cortara bekommt. Also, Becker besitzt die Villa im Norden des Dorfes. Er darf autorisierte Dokumente ausstellen. Na dann los. Warte, nun wie soll ich es formulieren? Ist das nicht seltsam? Ein Beamtengehalt fällt bestenfalls bescheiden aus und trotzdem lebt Becker in einer Villa. Kaum zu glauben, dass er sich das leisten kann. Verstehst du, was ich meine? Man könnte glatt denken, er verdient woanders zusätzliches Kleingeld. Ja. Wahrscheinlich vom... Achso, das ist ja... Sienna. Wahrscheinlich vom Verkauf von Pässen, ohne nachzufragen. Und genau deshalb sind wir auf der Suche nach ihm. Auf offiziellem Weg würden wir keine Sondergenehmigung bekommen. Wenn es euch so wichtig ist, Cortara zu überqueren, versucht es einfach. Aber passt auf euch auf. Ich würde ihm nicht trauen. Ja, moin. Wir versuchen, nach Cortara zu gelangen. Musst du, ja. Hä? Ach so, ein Pech, ganz so... Ja, okay, das ist ja nur... Okay. Ja, das hatten wir schon. Das ist ja blöd, dass wir es dann nochmal triggern kannst, sozusagen. Ach so. Okay, eigentlich sind wir nur dafür durchreise. Okay. Ja, alles klar. Ach so, wir mussten unbedingt den dritten oder alle triggern. Das ist ja dämlich. Also wenn wir jetzt wirklich alle triggern mussten, wäre das dämlich. Wenn es nur um den dritten ging, okay. Immer noch dämlich. Da der Pass abgesperrt ist, können viele unserer Händler Cortara nicht überqueren. Wertige Händler, ja.
Horizont neuer Krieg anbahnt. Das glaube ich auch. Hallo. Ah, oh, geil. Wir haben einfach 17 Money in so einer kleinen Uhr gefunden. Ja, nice. Angriff. Oh, das ist so schön, dass hier die Dinger leuchten, wenn es da was gibt. Das ist so ein Gamechanger. Hallo, Miau. Und wenn wir alle Hunde streicheln, dann machen wir das mit den Miaus auch so. Looten. Öllampe. Manche Bestien greifen Basin bei Nacht an. Letzte Nacht zerstörten sie einen Zaun und Dutzende Wollschildkröten flohen in die Prärie. Niemand hat diese Monster bisher gesehen. Ziemlich mysteriös, wenn du mich fragst. Ja, das war an dem anderen Ort halt auch schon so. Weil du da auch schon überall diese Kratzspuren hattest und Blutflecken und so. Ah, jetzt Leute. Ich suche Luti. Ah, Feenflügel. Ah, hier ist auch nochmal eine Höhle. Achso, das ist aber eher so silberner Brustpanzer. Das ist eher ein Knascht. Das ist ein Knascht, ist das. Oh, nee. Silberner Brustpanzer ist gar nicht so geil. Also in der Abwehr schon. Ja, hat er auch ein Priestergewand, ne? Ja, komm, wir lassen das mal. Ah, das ist halt immer dann der Fluch an solchen Spielen, wo du Rüstung verbessern kannst, ne? Du willst es nicht immer, weil du halt denkst, oh, ich krieg eh bald neue. Dann will ich doch die neue verbessern. Ja. Können wir hier wirklich Ausrüstung auch kaufen? Braucht die Rüstung? Ja, tatsächlich. Gambeston. Robustes Akeston. Silbernen Brustpanzer. Ja, für Glenn ist es gar nicht so verkehrt eigentlich. Naja. Also wenn man den dann verbessern würde, wäre der besser. Muss man sagen, wie es ist. Na gut. Und du verkaufst auch noch Waffen oder was? Premium. So eine Glyph habe ich ja gefunden. Ja, der Langbogen. Das wäre halt echt gut für ihn. Wäre eine Verbesserung. Bocken! Das würde sich ja wirklich lohnen. Hoppala. Aber nur lohnen. Es ist, wie gesagt, irgendwie nicht so intuitiv mit dem Kaufen hier von Sachen. Bocken! Das ist schon stark. Also eine starke Verbesserung, sagen wir es mal so. Stark wird das Ding nicht sein. Er hat noch was zu melden? Ich hoffe aufrichtig, dass du nicht versuchst, mit einer Schaufensterpuppe zu sprechen. Wie gut! Doch habe ich, weil ich dachte, es sei ein Ritter. Maschallah. So, hier, großes Villa. Bonziger Typ. Aber der Teppich hier, ne? Schmutz. Tja, alle Teppiche hier sind ja nur Schmutz. Ach verdammt, das ist zu eng. Tut mir leid. Meine Verlobte wird jeden Moment zurückkehren. Spute dich, Sir. Verzeihung. Es kostet 200 Ark pro Genehmigung. Ich habe noch 4 übrig, für insgesamt 800. Was? Ihr seid wegen der Pässe hier, richtig? Ihr seid heute nicht die Ersten. Da die Grenze geschlossen wurde, könnt ihr sie nur mit einer Sondergenehmigung überqueren. Und ich bin der Einzige, der sie ausstellt. Zumindest der Einzige, der keine unangenehmen Fragen stellt. Und damit kommen wir problemlos über die Grenze? Was glaubst du, wer ich bin? Ich betreibe hier keine illegalen Geschäfte. Das sind amtlich ausgestellte Genehmigungen. Jeder Beamte hat das Recht, sie nach eigenem Ermessen zu erteilen. Bäcker! Wo zur Hölle bist du? Ich warte! Ich bin gleich da, meine süße Honigbiene. Weiß ich nicht, ob die süß ist. Wie lange brauchst du noch? Du versuchst schon seit Stunden, diese Hose zu flicken. Tut mir leid, bin fast fertig. Ihr seid noch da? Tut mir leid, heute proben wir unsere Hochzeit. Schlechter Zeitpunkt. Die Genehmigungen liegen auf dem Tisch, legt das Geld dorthin und nehmt sie euch. Chillig. 4 Pässe reichen nicht aus. Tut mir leid, mehr habe ich nicht. Wir nehmen sie vorerst. Im schlimmsten Fall werden wir nur zu viert die Grenze überqueren. Okay, lasst mich diesmal die Kosten übernehmen. Ich habe noch etwas Reisegeld übrig. Nehmt die Karte auf dem Tisch dort als kleines Dankeschön. Ich habe darauf einen sicheren Weg über die Berge markiert. Bäcker, wo bist du? Bitte geht jetzt. Okay. Das ist blöd, dann würden 2 fehlen. Machen wir
von den Genehmigungen Gebrauch und brechen wir zur Grenze auf. Ist das nicht seltsam? Was meinst du, Sienna? Soweit ich weiß, verkauft er seit geraumer Zeit regelmäßig Pässe. Da die Grenze geschlossen ist und eine Sondergenehmigung benötigt wird, kann er zusätzliche Gebühren erheben. Trotzdem verkauft er sie für nur 200 Ark. Warum würde er das tun? Ich finde es viel seltsamer, dass er halt gerade zufällig nur 4 hat. Wenn er das nach eigenem Ermessen kann, ja mein Gott, dann soll er halt 30 machen. Das habe ich mich auch schon gefragt. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Wenn wir damit über die Grenze kommen, ist doch alles in bester Ordnung, oder? Ja, ich glaube auch, dass der sichere Weg nicht so sicher ist. Na dann los. So, er hat irgendwie einen sicheren Weg markiert. Wo denn? Ist er dann wahrscheinlich so über den Bergen? Eieiei. Wir schnell reisen. Dafür ist die Funktion da. So, jetzt wird irgendwas passieren. Die sind halt doch nicht so koscher, oder? Hey, ihr! Seid gegrüßt. Wollt ihr die Grenze überqueren? Noch ein Typ, der uns Pässe verkaufen will? Noch ein Typ? Oh, richtig. Lasst mich raten. Ihr habt Sondergenehmigung vom Bäcker in Basil, stimmt's? Für jemanden, der das Gesetz beugt, ist er ziemlich bekannt. Ich heiße Jan und... Also, darf ich einen Blick auf eure Genehmigung werfen? Warum? Bäcker ist ein Gauner. Ich würde ihm nicht für 5 Pfennige vertrauen. Soweit wir wissen, ist er berechtigt, behördliche Genehmigungen zu erteilen. Lasst mich einfach einen Blick drauf werfen. Er ist so eine normale wahrscheinlich. Ich hatte recht, sie sind gefälscht, damit kommt ihr nicht weit. Das ist Unsinn. Wer bist du überhaupt? Ein Jan Bäcker? Sagt mir auch was. Sag mir einfach, ich bin in der gleichen Branche tätig. Ich schätze, du willst uns ein paar echte Pässe verkaufen, oder? Nein, ich wollte nur nett sein und euch warnen. Die Warnung ist angekommen. Vielen Dank für eure kostbare Zeit, Sir. Die heutige Jugend. Versucht es einfach mit diesen Genehmigungen und ihr werdet sehen. Habe ich eine Wahl? Der Grenzübergang ist nur mit Sondergenehmigung erlaubt. Was ist das? Eine Sondergenehmigung? Ihr seid nicht die Ersten, die es heute mit diesen versuchen. Wo habt ihr sie? Sie wurden von der Stadt Farnsport ausgestellt. Vielleicht von einem Mann namens Bäcker? Sie sind gefälscht. Gefälscht? Ich dachte, Bäcker wäre zur Ausstellung amtlicher Dokumente berechtigt. Nun, das ist er auch, das stimmt. Ich habe keine Ahnung, warum euch diese Fälschung gegeben hat. Normalerweise müsste ich euch jetzt in Gewahrsam nehmen. Da ihr heute aber nicht die Ersten seid, gebe ich Bäcker die Schuld. Ihr wurdet betrogen. Geht jetzt. Okay. Ich hatte von Anfang an ein schlechtes Gefühl. Das geht mir auf die Nerven. Was für eine Zeitverschwendung. Aber warum sollte er Fälschungen ausstellen? Das macht keinen Sinn. Vielleicht ist er doch ein Gauner. Wer weiß schon, ob dieser Typ ein legitimer Beamter ist? Wenn es jemanden gibt, der ein oder zwei Dinge über Gauner weiß, dann ist es Sienna. Ihr kennt euch aber schon gut. Ich fasse das als Kompliment auf. Wenigstens hast du mich einmal bei meinem Namen genannt. Es stimmt. Nun, dank dieser Fälschung hat ihn die Armee jetzt auf dem Schirm. Aber würde ein Mann kurz vor seiner Hochzeit wirklich ein solches Risiko eingehen? Hier stimmt etwas nicht. So viel steht fest. Kehren wir zu Bäcker zurück. Ah, diese Wegverlängerungsspiralen-Kacke. Ja, wir kehren selbstverständlich zu Bäcker zurück. Dankbarerweise gibt es hier auch einen Quick-Rise-Point. So, Bäcker, mal sehen, was du zu erzählen hast, du Hund. Achso. Basilstadt, hä? Das ist noch eine Truhe. Habe ich vorhin vergessen, die nehme ich jetzt mal mit. Ach ja, und dann links oben war Bäckers Grundstück. Pastille. Da. So, Bäckerchen, wenn deine Honigbiene dich nicht sticht, ne, dann mache ich das gleich. Jetzt beschweren sich alle. Das kannst du uns nicht antun. Wir haben dir unser Geld gegeben. Und ich habe euch Genehmigungen gegeben. Oh, ihr seid auch zurückgekehrt? Lasst mich raten. Sie haben euch gesagt, dass eure Genehmigungen gefälscht sind? Was hast du denn erwartet, nachdem du uns Fälschungen ausgestellt hattest? Wie ich den Jungs neben euch bereits mitgeteilt habe, sind meine Pässe absolut echt. Denkt mal nach, warum sollte ich sie fälschen? Verdammt. Jetzt wird mir die Armee einen Besuch abstatten. Verflucht nochmal, wenn Yolanda davon erfährt. Du sagst die Wahrheit? Aber natürlich. Ich möchte bald heiraten und ein ruhiges Leben hier in Basil führen. Ich will keine Probleme mit den Behörden. Glaubt man dem Kerl an der Grenze, handelst du schon seit geraumer Zeit mit Fälschung. Welcher Kerl? Sein Name war Jan. Jan? Was? Ihr habt ihn getroffen? Wartet. Habt ihr ihm die Pässe gegeben? Nun, er wollte einen Blick drauf werfen.
Wir haben unsere Genehmigung auch abgegeben. Dieser verdammte Säufer. Er tauschte die Pässe gegen Fälschungen aus. Ich bezweifle es stark, das hätte ich gemerkt. Dieser Typ ist ein Dieb. Er weiß, wie man Leute austrickst. Wahrscheinlich lacht er sich gerade tot. Verdammt. Sag mal, könntet ihr mir helfen? Bestimmt wollt ihr eure Genehmigung wieder zurück. Wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr auch dafür sorgen, dass er das nicht noch einmal tut? Diese Schweinerei muss aufhören. Also ist er tatsächlich der Legitte und Jan hat uns verarscht, okay? Ich schätze, wir haben keine andere Wahl, als nach diesem Jan zu suchen. Also, wo fangen wir an? Zurück zur Grenze? Hallo? Warte, war das nicht Jan? Hat er gelauscht? Schieß ihn an. Er rennt zum Strand. Folgt ihm. Du hast einen Bogen in der Hand, Mann. Bogen spannen, schießen, tschüss. Strand ist... Ah, da unten haben wir jetzt so ein Suchgebiet aufbekommen. Das ist cool. Ich weiß, dass es falsch ist laut Karte, aber ich wollte gucken, ob man hier sich hier irgendwas holen kann. Scheinbar nicht. So, Ausbuchtungen sind massass. Nehmen wir mit. Okay, okay. Oh, was ein Glück. Jan wird ein wie mit seinem Popo da hinten. Sicher lustig. Also, wir feuerstoßen die Ohrenschweinchen erstmal kaputt, würde ich sagen. Yoko Giri. Da, 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 da. Oh, der ist so stark geworden, der Kerl. Wahnsinn. Konter, Geschicklichkeitszeugs. Slores. Kritisch und Blutung. Boah. Und dann noch der Crit rein. Allerbest. Jetzt overheaten wir leider. Wow. Wie ihn das einfach. Also wie das die einfach weggenatzt hat, ne? Krass. Ich leg da nicht mehr so viel Wert auf Overheat, wenn der Kampf kurz zu Ende oder kurz vorm Ende ist. Das ist dann einfach draufhauen. Die Rolandfelder scheinen von Tag zu Tag gefährlicher zu werden. Ihr seht verärgert aus. Sie haben euch mit Beckers gefälschten Genehmigungen nicht durchgelassen, oder? Was macht ihr? Wir wissen genau, was du hier abziehst. Du tauschst Pässe gegen Fälschung aus. Was machst du mit den echten? Verkaufst du sie? Nein, warte. Ihr habt das falsch verstanden. Willst du uns damit sagen, dass wir unsere echten Pässe nicht in deinen Taschen finden werden? Nein, eigentlich ja, doch, aber... Wie konntest du nur? Jeden Moment könnte ein Krieg ausbrechen und statt deine Hilfe anzubieten, stiehlst du von anderen? Ich kann das erklären. Ich habe genug gehört. Mach Jan fertig. Gib mir die Genehmigung. Ich will nichts anderes hören. Ja, gut. Len hat recht, ich traue diesem Bäcker immer noch nicht. Was hat Jan zu seiner Verteidigung zu sagen? Na gut, du hast eine Minute. Vielen Dank, also Beckers Pässe. Ja, sie sind echt. Er handelt zwar nicht mit Fälschungen, aber er fertigt diese Pässe auch nicht selbst an. Becker hat sie anderen Leuten geklaut. Er ist kein Beamter, sondern ein Räuber. Die Pässe sind gestohlen? Hat er euch eine Karte mit einer vermeintlich sicheren Route über die Berge angeboten? Wisst ihr, was euch auf diesem Weg erwartet? Seine eigene Räuberbande. Sie klauen euer Gold, eure Ausrüstung, eure Pässe und bringen alles zu Becker. Das würde tatsächlich auch Sinn ergeben, weil er ja immer nur eine begrenzte Anzahl an Pässen hat. Na, das ist das, was ich meinte. Warum stellt ihr nicht einfach x-beliebig viel aus? Weil er sie stiehlt. Damit verdient er seinen Lebensunterhalt. In Kotara werden häufig Leute vermisst, also würde niemand etwas vermuten. Die Pässe, die zurückgebracht werden, verwendet er für seine nächsten Opfer. Das kann nicht sein Ernst sein. Rate mal, warum er euch nur 4 Pässe gegeben hat. Nicht, weil er keine mehr hatte. Er wollte nur sicher gehen, dass seine Bande euch auf dem Bergpass ausrauben kann. 6 bewaffnete Kämpfer waren ihm zu riskant. Ich denke, ich glaube diesem Kerl hier. Solch eine ausgeklügelte Idee schüttelt man nicht einfach aus dem Ärmel. Eigentlich ist es egal. Schnappen wir uns die Pässe und gehen wir weiter. Wir nehmen einfach eine andere Route über die Berge. Leider nützen euch die Pässe nicht viel. Becker muss übersehen haben, dass auf einigen Pässen Blut ist. Na und? Laut Gesetz sind Pässe mit Blutflecken ungültig. Das soll Räuberüberfälle verhindern. Beckers Männer müssen beim letzten Überfall schlampig gearbeitet haben. Bedeutet das, wir müssen nochmal zurück zu Becker?
Ja, aber diesmal gibt es keine Ausreden mehr. Wenn seine Kehle eurem Schwert ausgeliefert wäre, könntet ihr ihm Informationen über seinen Geheimweg entlocken. Seine Räuberbande benutzt einen Weg, um die gestohlenen Gegenstände aus den Bergen zu ihm zu bringen. Warum tust du das alles? Was hast du mit diesen gestohlenen Pässen vor? Mit den Blutflecken sind sie sowieso nutzlos. Ich habe meine Gründe. Warte kurz, bist du der Typ, dem das Haus am Stadtrand gehört? Ich habe ein kleines Haus am Strand, ja. Warum fragst du? Was ist dort passiert? Was meinst du? Es wurde von einem Monster komplett zerstört. Was? Nein, das kann nicht sein. Das ist das, was ich meinte. Das habe ich offscreen tatsächlich mitgekriegt. Dann ist er also der Homeless Dude. Was ist los mit ihm? Wollen wir es herausfinden? Wir können ihm folgen oder zu Becker zurückkehren. So oder so, wir müssen los. Wir werden ihm wohl folgen. Das ist eine Sache, die interessiert mich. Aber... das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch nämlich wie immer herzlichst fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like, Abo, dies, das, jenes. Und bis zum nächsten Mal. Sagt euch Hube, haut rein.